So, servus beieinander. Heute ein kurzes Statement zum Thema Atomkraft. Ja, gerade in den Zeitungen und in den Medien überall zu lesen, dass die ökonomischen Parteien, die Grünen und die Linken, Ideologen wieder alle auf die Straße gehen, um für die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland zu demonstrieren. Ja, ich frage mich echt, wie die eigentlich ihr Handy laden oder zu Hause ihren Strom produzieren, weil auch mit Photovoltaik kann man im Winter wenig Chancen, dauerhaft genug Energie herzubekommen. Und dann wollen sie noch zusätzlich ja überall die E-Autos haben. Da frage ich mich auch, wenn wir alle E-Autos haben, mit welchem Strom laden wir das? Dann kaufen wir den Strom ein aus dem Ausland. Vielleicht ist die Energie da noch ein bisschen schmutziger als in Deutschland. Ja, weil die Atomkraftwerke vielleicht gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Andere Länder in der Welt bauen gerade Atomkraftwerke, weil es eines der saubersten Energien ist. Ja, wir können die letzten drei Atomkraftwerke ausschalten in Deutschland, wenn wir nicht genügend Energie haben. Das hat ja die Energiekrise gerade gezeigt. Deswegen dieser ja, ökologische Idealismus, der geht gar nicht für mich. Und es ist auch in der Masse der Deutschen wahrscheinlich nicht tragbar, dass man diesen Idealismus an den Tag legt. Insbesondere, weil keine alternativen Energiequellen vorhanden sind. Und da sollte man doch erstmal hinarbeiten, bevor man sich diese Gedanken macht. Und mich wundert es ja sowieso immer, dass Deutschland der Weltretter Nummer 1 sein muss. Ja, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin und dann sehe, was da läuft, da frage ich mich ja sowieso. Und das zu Lasten unserer Gesellschaft und des Mittelstands, ja, die eh schon an allen Möglichkeiten und Ecken geschöpft werden, bis zum Gehtnimmer. Und dann macht man es ihnen noch schwieriger mit diesen Ökodebatten. Ich sage euch eins, das ist ein reines Wohlstandsproblem, was wir da haben. Ja, anscheinend haben wir keine anderen wichtigeren Themen. Genauso hier die Erderwärmung, laufen stets in der Zeitung, dass wir am Ende einer Eiszeit sind, darüber spricht keiner. Naja, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Servus beieinander.